Ja. Drücken Sie die Select-Taste um Steuerungsbildschirm. Select-Taste. Select-Taste. Verdammt, wo ist die Select-Taste? Ah, okay. Auch mal gut zu wissen. Kamerawechsel geht auch. Na dann, zurück. Okay, jetzt bin ich vom Vater weg und jetzt spiele ich irgendeinen anderen Kerl. Ich spiele Moby Dick. Lauren Winter, klingelst da? Nein, eher nicht. Moment. Nee, falsche Richtung. Die Lauren Winter. Dritter Stock, letzte Tür auf der linken Seite, am Ende des Flurs. Moment, wie war's? Dritter Stock? Moment, kannst du das nochmal sagen? Ich hab schon wieder verdöselt. Ende am linken Gedöns? Irgendwie so? Ich werde mich verlaufen, das weiß ich jetzt schon. Ich wette, das ist diese Tür. Oder diese? Ich habe hier vier Türen. Was passiert denn, wenn ich diese Tür hier aufmache? Hallo? Scheint beschäftigt zu sein. Hallo? Jemand zu Hause? Nein. Wie schaut es hier aus? Vielleicht hier irgendwer? Okay, der möchte in Ruhe sterben. Dann halt nicht. Dann hier. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden nur mit Termin. Ah, nein, 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 Alles. Moment. 50 Scheine. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Du solltest dich ausziehen. Deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie? Eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich habe der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie! Ich verstehe Sie, Lauren. Ich weiß, was Sie durchmachen. Ach ja? Sie wissen, wie es sich anfühlt, wenn man seinen eigenen Sohn tot auffindet? Ich glaube, Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich durchmache, Mr. Shelby. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während wir hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot. Was ändert das noch? Wenn wir den Killer nicht schnappen, werden noch mehr Mütter die Leichen ihrer Söhne finden. Aber Sie haben recht. Was geht Sie das an? Es ist nicht mehr Ihr Problem, richtig?
Na? Was wollen Sie wissen? Aha. Hatten Sie nach seinem Verschwinden irgendeinen Verdacht? Ich treffe ziemlich schräge Leute in meiner Branche. Klar, daran habe ich gedacht. Aber das macht irgendwie keinen Sinn. Keiner meiner Kunden hätte meinem Johnny sowas angetan. Meinem Johnny. Und all den anderen Kindern. Wie war Johnny? Was für ein Kind war er? Johnny war ein guter Junge. Er hat sich manchmal geprügelt, wenn Kinder mich... Naja. Auf seine Art wusste er wohl genau Bescheid. Erzählen Sie mir von Johnnys Vater. Ein Loser ohne Job, der im Suff gern zuschlug. Ja. Hab ihn nicht gesehen, seit Johnny weg ist. Feigling. Wer braucht ihn schon? Lebte Johnny bei Ihnen? Ja. Natürlich habe ich dafür gesorgt, dass er nie Kunden gesehen hat. Ich wollte aufhören. Aber wir brauchten das Geld. Ich wollte so viel verdienen, dass wir hier raus konnten. Das war's, Mr. Shelby. Ich hoffe, Sie haben, was Sie wollten. Und jetzt raus hier. Kann ich ihn nicht nochmal umarmen oder so? Oder einen Timer zurückstellen? Was kann ich denn da jetzt? Kann ich da noch was? Ich will noch ein bisschen bleiben. Ich habe hier noch zu tun. Muss ich langsamer. Ja. Ja. Ja, okay. Scheint wohl nichts draußen zu sein. Naja, dann würde ich sagen, ich finde alleine raus. Irgendwie finde ich alleine raus. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Okay, dann, tschüss. Machen Sie es gut. Ich habe nicht bezahlt, im Übrigen. Alles okay? Wahrscheinlich nicht. Ach so, das ist so ein Inhalator. Laune. Ich bin's. Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Moment mal. Das ist nicht gut, das... Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Moment. Ich würde sagen... Du wieder? Du willst wohl einen aufs Maul, hä? Ja, will ich! Ich reiß dir den Arsch auf! Bams! Na!
So, und jetzt? Nix da. Dann kannst du mal... Oh, scheiße. Und jetzt, Scheiße! Nixa! So, und jetzt komm, jetzt gib auf das Glas weg und jetzt geh endlich kaputt gehen. Oh Mann, gib auf! Oh, Mann, ist das anstrengend! Scheiße, das tut doch weh! Wir sehen uns noch, Arschloch. Später. Geht's Ihnen gut? Nein. Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Ja, er kommt zurück. Sorry, das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Oh, kostet 6,80. Oh, Kopfschmerzen. Ich hab mir den Arm ausgeleiert. Meine Hüfte hängt schief.